Früher war sie gefragte Mezzosopranistin, jetzt spielt sie alle Stücke, wenn man so will. Elisabeth Kuhlmann ist derzeit mit einem Soloprogramm unterwegs, bei dem sie von Musikern der Jazz- und Klassikszene begleitet wird. Erstmals zu hören, gestern im Rahmen der Styriate. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Jetzt bin ich die Herrin im Haus, postuliert Elisabeth Kuhlmann und hat mit La Femme C'est Moi ihre eigene Oper kreiert. Ein Arrangement aus Pop, Jazz und Klassik. Ich bin gleichzeitig Regisseurin und Akteurin und nehme das Heft in die Hand, was mir oft im Opernbereich nicht möglich war. Da musste ich mich unterordnen, logischerweise. Musik von den Beatles, von Wagner, Mozart oder Cole Porter geht dabei mal leidenschaftlich, mal zart, energisch und humorvoll ineinander über. Diese neue Freiheit und Freude soll auch ihr Publikum spüren. Den Blick zurück auf die Opernbühne beantwortet die Mezzosopranistin mit Edith Piafs »Ich bereue nichts«. Alle Wege, die man geht, alle angeblichen Fehler, die man macht, die machen einen zu dem Menschen, der man vielleicht sein will, vielleicht zu einem besseren Menschen. Es ist ganz wichtig, Fehler zu machen, zu scheitern, Umwege zu gehen und dann aufzustehen, Krone richten und weitergehen.